So, hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Vlog, zu unserem zweiten Vlog auf unserem Kanal. Wir haben heute Sonntag, 8. Januar, 13.34 Uhr und wir wollen heute Futter mischen. Scheiße. So. Voll oder was? Das ist ja geisteskrank, wie ich hier gefilmt werde, Alter. Das wird Vlogmaterial. Ey, das ist Vlogmaterial. Das ist Vlogmaterial. So. MLF ist drinne. Schöne Pellets. Wunderbar. Wie sie da rumsitzen. Oh, die ganze Linse ist voll mit Staub. Oh, oh. So, oh, ich glaube, das wird nichts hier drin, ne? Mach das Licht hoch. Das super viel. Wir haben doch schon Schrot. Ah, nee. So, überhaupt nicht die Art. Man sieht hier drinnen genau nichts. So. Oh. So. Schrot ist auch aufgefüllt. Ganze Kamera voller Staub. Scheiße. Dylan, wo gehen wir jetzt hin? Wir gehen jetzt MLF auffüllen. Also MLF heißt Milch, Milch, Fleisch und Futter. Einmal wieder 1-2 zur nächsten Schubkarre. Komm jetzt noch. Machst du gut was? Ja? Kannst du weitermachen? Wir machen jetzt hier der Lukas noch. Der Profi. 10 MLF einmal rein. Und schön drüber gegeben, jawoll. Ich habe Energie. Bist ja aber voll, du. Hier ist sich einer eingekippt. Wunderbar. Einmal im Futtermischwagen kommt das jetzt rein. Ja, wir kippen nur ganz mit aus. Ich hab's nur verhören hier. Hättest du eigentlich schon mal einen sauber gemachten Spiegel? Da würde ich gerade fast hingeknallt. Ich glaube, man sieht's auf Video.
da immer. Der große Schaufel Heu, ne? Ja, das kommt jetzt. Ja, das kommt jetzt. Nee. Alles? Was? Ja, das ist ein bisschen Sündes Heu. Heu. Das ist cooles Heu da oben, ne, Lukas? Ja, das ist Bünden Born von da. Was mit Nein? Ja? Das ist doch Bünden Born mit Nein. Warte, lass mich mal was draußen stellen. Hallo, der Kameramann muss durch. Mann, ey. Mischwagen anschalten, schauen wir mal, das ist. Wir schalten jetzt den Futtermischwagen an. Lukas zeigt uns jetzt, wie man den Futtermischwagen anschaltet. Wir nehmen erstmal 1000er Zapfwelle. Zapfwelle A. Zack, da sehen wir es. 500 Umdrehungen. Da geht's los. Da kommen jetzt noch ein paar Schaufeln rein, ich weiß nicht wie viele jetzt genau. Und dann wird hier gleich noch ein bisschen sauber gemacht. Der letzten Male, wo man das dokumentieren kann. Was? Wenn Futterklappen leer macht. Oh, stimmt. Da kommt bald ein Update. Das werdet ihr bestimmt schon vom Schröder erfahren. Vom Schröder? Das Update. Das musst du dokumentieren, wenn das Update gebaut wird. So, jetzt hab ich's. So, im Hintergrund seht ihr, wie der Futterdruck jetzt ausgeleitet wird. Aber da kommt natürlich nicht das alle Futter rein, sondern das dritte. Und das wird natürlich nicht gemischt. Der Kameramann muss dann Pflichten nachkommen und die Schubkarre weiterziehen. Also, was war das denn? Voll.
Quatsch. Das hat noch gepasst. Ich weiß jetzt nicht, wie gut das mit der Schaufel geht. Wenn da was liegt, geht das. Liegt. Die Kühe bekommen jetzt ihr frisches Futter. Schnell und sauber. Beziehungsweise die Futtertröge. Futter kommt jetzt da ran und wird dann noch rangeschoben. Das machen wir jetzt. Ich weiß nur noch nicht so ganz, wo ich mich hinstellen soll. Und gucken, wie der Onkel Lukas das so macht, ne? Jetzt 17:43 Uhr. Sieht man's? Safe. Safe, gut. Ich fütter jetzt unsere Kühe, also sind wir fast fertig und noch Kälber füttern und dann Feierabend. So, Kinder, jetzt macht mal hier euren Zirkus zu Ende, Knause. Ins Bett mit euch mit. Ey. Hä? Was soll ich dazu erinnern? Anfänger. Anfänger? Ein Anfänger. Aber Anfänger. Und jetzt ist dann das ist voll der Fettfleck drauf. Nein, ich hab nicht drauf gefasst. Ich hab wirklich nicht drauf gefasst. Da kracht's. Ich hab wirklich nicht drauf gefasst. Natürlich. Nein, wirklich, ich hab nicht mit dem Finger drauf gefasst. Wir haben Videobeweis, er hat nicht drauf gefasst. Ja. Kannst dir da reinkommen. Was ist das denn? Ich nehme das jetzt sauber. Wunderbar.